Leo wundert sich über Rihannas Anatomie und hat ein besonders mächtiges Körperteil bei ihr entdeckt. Ihre Stirn. Die ist zweimal so groß wie bei anderen Menschen, findet Neo. Ob Rihanna besagte Stirn runzelt, wenn sie erfährt, dass Te-Amo von der 18 auf die 20 fällt? Lena freut sich schon auf die nächste Ausgabe des European Song Contest. Ich gehe davon aus, dass ich nicht gewinnen werde, aber darum geht es auch nicht, erklärt sie. Dass Touch a New Day von der 13 auf die 19 segelt, bringt sie wahrscheinlich auch nicht aus der Ruhe. Früher galt Plan B als der Eminem Großbritanniens. Vorbei, jetzt nennen sie mich die männliche Amy Winehouse, hat der neue Star am Soul-Himmel bemerkt. Diese Woche geht's für ihn 4 Plätze runter. She Said findet sich auf Platz 18 wieder. Von der 15 auf die 17 fällt Tayo Cruz mit Break Your Heart und Ludacris. Der gute Mann durfte es verkraften können. Vor ein paar Tagen ist seine neue Single Dynamite erschienen. Und die wird in der nächsten Ausgabe der Viva Top 100 mit Sicherheit eine gute Rolle spielen. Kylie Minogue hat sich für die Mitarbeiter ihrer Plattenfirma eine nette Überraschung ausgedacht und in einem Pub einen sagenhaften Akustik-Gig hingelegt. All the Lovers hat sie auch gespielt. Zur Belohnung steigt die Nummer von der 17 auf die 16. Eminem hat keinen blassen Schimmer, wie lange er seine Brötchen noch im Musikbusiness verdienen möchte. Wenn es ihm keinen Spaß mehr macht, hört er halt auf. Basta. Ob es da so eine gute Idee ist, Not Afraid von der 11 auf Platz 15 runterrasseln zu lassen? Iron Maiden haben unheilig von Platz 1 der Albumcharts verdrängt. Nach der Rekordzeit von 15 Wochen an der Spitze sollte der Graf deswegen nicht gar so traurig sein. In den Singlecharts geht's auch abwärts. Geboren, um zu leben, rutscht von der 12 auf die 14. Timbaland bleibt ein vielbeschäftigter Mann und hat für Carrie Hilson eine neue Platte produziert. Seine jüngste Kooperation mit One Republic schwächelt derweil ein wenig. Margin On trudelt von der 10 auf die 13. Enrique Iglesias steht auf Lionel Richie. Er ist ein großartiger Songwriter und ein guter Mensch, jubelt er. Besonders toll findet Enrique offenbar den Richie-Klassiker All Night Long. Den verwurstet er in seiner neuen Single I Like It und steigt von der 0 auf die 12. Marching On ist nicht der einzige Song mit Fußball-WM-Bezug, den nach dem Start der Bundesliga-Saison 2010-2011 ein wenig die Puste ausgeht. Velile und das Hafri-Duo schleppen sich mit Helele von der 9 auf die 11. Das waren so die Plätze 20 bis 11. Wir sind jetzt also in der Top 10 angekommen und stolpern da direkt zu Beginn über Ich und Ich. Und Altavil hat übrigens neulich angekündigt, dass er als nächstes ein Soloalbum machen möchte. Wobei ich ehrlich gesagt nicht so genau weiß, wo da genau der Unterschied ist. Er singt eh immer alleine, er geht alleine auf Tour und auch in den Videos ist er immer alleine zu sehen. Wobei im aktuellen Clip ganz dezent irgendwo Annette Humpe versteckt wurde. Ich bin sehr gespannt, ob ihr sie findet. Hier sind Ich und Ich mit Universum neu auf der 10. Herz bleiben mit Wonderful Life unverändert auf Platz 2. Und nach dem Schwarz-Weiß-Beitrag von eben bringe ich jetzt mal eben ein paar Eimer Farbe in die Regie, damit wir euch die aktuelle Nummer 1 gleich hier in bunt zeigen können. Und ihr guckt einfach so lange die Werbung, oder? Bis gleich. Willkommen zurück bei den Top 100, liebe Leute. Bevor wir uns gleich die aktuelle Nummer 1 ansehen, gibt es jetzt natürlich wie immer noch einen kurzen Blick auf das, was davor geschah. Hier sind die Plätze 10 bis 2 im Schnelldurchlauf. Du kannst in die Ferne fliegen, durch die Mongolei. Einfach nur eine Single auskoppeln, mit so etwas Profanem geben sich Ich und Ich nicht zufrieden. Für ihre neueste Veröffentlichung haben sie von dem Album Track Universum eine völlig neue Version gebastelt. Gut gemacht. Von der 0 geht's hoch auf die 10. Katy Perry wird demnächst heiraten und hat vor ein paar Tagen ihren Junggesellinnenabschied zelebriert. Doof ist nur, dass sie sich nicht nur von ihrem Single-Dasein verabschiedet, sondern auch von Rang 8. California Girls landet auf der 9. David Guetta ist derzeit mit sagenhaften 5 unterschiedlichen Singles in den Viva Top 100 vertreten. Besonders angetan hat es den deutschen Plattenkäufern offensichtlich seine Zusammenarbeit mit Flo Rida. Club Can't Handle Me saust von der 0 auf die 8. Mit Glow haben Madcon in vielen europäischen Ländern die Charts gestürmt. Mehr Erfolg als in Deutschland haben sie mit der Nummer allerdings nur in ihrer Heimat Norwegen. Diese Woche verliert Glow in den Viva Top 100 exakt einen Platz und landet auf der 7.
Von Portugal über Ecuador nach Dubai. Edward Maier sieht in den nächsten Wochen so einiges von der Welt. In den deutschen Top 10 bleibt er ebenfalls in Bewegung. Ob er mit Stereo Love freiwillig von der 5 auf die 6 hüpft, muss allerdings bezweifelt werden. Mit 5,7 Millionen Followern ist Lady Gaga die neue Twitter-Queen. Inzwischen hat sie über 34.000 Leser mehr als die alte Spitzenreiterin Britney Spears. Dass sie mit Alejandro von der 4 auf die 5 stolpert, fällt hingegen nur bedingt in die Kategorie Erfolgsmeldungen. Shakira hat Ärger mit den Behörden von Barcelona bekommen, weil sie während eines Videodrehs unerlaubt in einem Brunnen getanzt hat. Die deutschen Plattenkäufer verurteilen diese scheußliche Tat aufs Schärfste und verdammen Waka Waka von der 3 auf die 4. Eminems Oma hat für ihren Enkel die richtige Frau gefunden, Rihanna. Die beiden Superstars würden so gut zueinander passen, wird Großmama Mathers zitiert. In den Charts geben die zwei wirklich ein super Paar ab. Love the way you lie springt von der 7 auf die 3. Das Hurts-Album Happiness gibt's ab sofort in Deutschland zu kaufen und erst am 6. September in England. Der Grund? Die Band fühlt sich hierzulande besser aufgenommen als in ihrer Heimat. Da könnte was dran sein. Wonderful Life bleibt auf der 2. Das waren sie, die Plätze 10 bis 2. Und bevor wir uns die aktuelle Nummer 1 ansehen, möchte ich noch eine Frage stellen. Liebe Kanadier, was ist denn bitte bei euch schiefgelaufen? Während nämlich We No Speak Americano es in mittlerweile sage und schreibe 18 Ländern in die Top 5 geschafft hat und sogar 13 Mal auf Platz 1, haben einfach nur die Kanadier dieses Stück auf Platz 54 gekauft. Das muss ich auf jeden Fall bis zur nächsten Woche ändern. Bis dahin verbleibe ich mit einem freundlichen Gruß. Viel Spaß mit Yolanda, Be Cool und Die Cup auf Platz 1. We No Speak Americano und ich bin dann mal weg. Tschüssikowski. Come da Venanca, vedi, I love you.